wir hatten ja schon mal geredet, so in der Diät, bezüglich Coach und Zusammenarbeit und so. Und wir haben auch schon über so ein paar Leute geredet, über ein paar Coaches. Und. Digga, ich hab richtig Schiss, ohne Witz. Wir müssen schauen, dass es nicht auffällt. Kein Mikro, es darf keine Kamera zu sehen sein. Ich werde das Ganze per FaceTime aufnehmen, dann könnt ihr das sehen. Ich fühle mich aber gerade noch nicht bereit. Ohne Witz, Johannes, tut mir krass leid. Vor allem mit der Vorgeschichte, jetzt ist Paul weg, Johnny und so ist weg. Glaubst du, er glaubt? Es ist so schwer, es ist wirklich schwer. Also ich könnte mir es vorstellen, weil wir schon mal drüber geredet haben. Und schon ein paar Coaches so also wir haben schon über ein paar Coaches gesprochen, die ich auch gut finde so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er es glaubt. Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt, wie er. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe richtig Schiss, weil Johannes wirklich eine Autoritätsperson ist und ich ihn sehr schätze. Soll ich es einfach machen? Wir rufen jetzt an. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht anfangen muss zu lachen. Ich darf auch nicht nach oben gucken, ich muss aber so gucken. Puls von 200. Ich übergehe nicht ran. Nicht verfügbar. Ich schreibe ihn nochmal. Können wir kurz telefonieren? Schreibe ich ihn. Hey Digga, was geht? Ich bringe gerade Jeremy zum Bahnhof. Bin gerade durch Zufall, mein Handy hat sich verbunden. Ah. Deswegen habe ich den Anruf durch Zufall mitbekommen. Wie lange brauchst du noch? 10 Minuten oder so und dann muss ich weiter arbeiten, weil ich habe meinen Scheiß nicht zu Ende bekommen. Können wir ganz kurz danach nochmal quatschen? Geht doch auch heute Abend noch. Ist wichtig. Okay, alles klar. Gut, hau rein. Bis gleich. Ruf einfach an. Ciao. Okay. Wir haben ihn an der Angel. Wir haben den Fisch an der Angel. Das ist schon mal gut. Und ich fühle mich auch richtig schlecht jetzt so seine. Er sagt so, ich muss danach noch arbeiten und so seine Arbeitszeit jetzt so zu klauen. Mäßig für mein Video, aber. Das ist unsere Arbeitszeit. Unsere Arbeitszeit. Wir hocken auch hier. Was ist deine eigentliche Meinung zu Johannes jetzt, unabhängig von dem Prank? Also ich glaube, zu meiner Meinung. Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass ich ihm dankbar bin. Ich habe auch schon meine Ziele im Kopf. Ich kriege auch sehr, sehr viele Kommentare, die sagen, dass ich von Johannes weggehen soll. Und keiner kann mir einen Grund nennen. Also das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, was mich nicht wegbewegt von Johannes. Ich habe 3 Wettkämpfe mit ihm gemacht. Und 2 davon waren wirklich on point gepeakt. Besser geht's nicht. Ich war wirklich voll wie Sau. Ich war prall. Ich war einfach noch zu unmuskulös, aber dafür kann Johannes nichts. Und Johannes hat, wie gesagt, wir haben uns von vornherein darauf geeinigt, so wenig wie möglich zu machen und so gesund wie möglich aus dieser Sache rauszugehen. Das war die Bedingung für meine erste Prep. Und natürlich hätten wir auch mehr machen können, wie andere Leute Coaches. Natürlich sieht man dann krasser aus und hätte bessere Ergebnisse erzielt. Aber es war in dem Moment nicht meine oberste Priorität, sondern ich wollte schauen, was geht mit dem minimalsten Einsatz. Und es hat gut funktioniert. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt, in der nächsten Prep, ein Level weitergehen. Und dafür ist Johannes ein super Kerl. Er hat schon sehr, sehr viele Leute auf die Bühne gestellt. Auch damals schon. Der hat schon über 200 Jahre Bodybuilding-Erfahrung, noch Coach-Erfahrung. Er hat damals auch gecoacht viele Leute. Und insofern habe ich da keine Zweifel, dass Johannes der Falsche für mich ist. Und wie gesagt, wenn Leute das denken, können sie mir sehr gerne konstruktive Kritik schreiben oder Argumente nennen, warum Johannes nicht der Richtige ist. Aber einfach zu schauen, irgendein Tristan, der, keine Ahnung, 19 ist, aussieht wie, keine Ahnung was, mir erzählen will, dass Johannes nicht der richtige Coach für mich ist, einfach weil er das denkt, dann ist mir das halt vollkommen Wurst. Was sagt denn ich zu meinem Stirnband? Chris? Das sieht dann schön aus, habe ich gesagt bekommen. Hey Mann. Was geht, Alter? Ist was Schönes passiert? Nee, alles gut. Ich wollte nur nochmal über das Coaching reden mit dir. Okay. Und zwar, wir hatten ja schon mal geredet so in der Diät, bezüglich Coach und Zusammenarbeit und so. Und wir haben auch schon über so ein paar Leute geredet, über ein paar Coaches, so. Und... Ja.
Da kam jetzt noch einer näher auf mich zu, habe mich quasi gefragt, wie es da aussieht, ob ich Lust hätte, mit dem zusammenzuarbeiten. Und ich habe... Hast du Lust? Ja, ich wollte halt, damit wollte ich halt mit dir reden. So, ich wollte halt, keine Ahnung, vielleicht nochmal ein paar neue Ansätze reinholen und so. Und wollte fragen, was du davon hältst, so. Pass auf. Neue Ansätze, ich weiß nicht, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber wenn der Coach dazu in der Lage ist, den besseren Athleten aus dir zu machen und du mehr Respekt vor ihm hast und mehr besser auf den hörst, dann ist es der richtige Coach für dich. Ja. Punkt. Das ist so. Also, ja. Du weißt ja, ich bin immer sehr dankbar und so und humble und weiß das sehr zu schätzen, dass du mir so geholfen hast und so. Und ich hoffe halt, dass das dann quasi keinen Keil so zwischen uns treibt. Ja, natürlich ist es erstmal. Das ist ein Schlag in die Fresse. Ich konnte bei dir auch nicht der Coach sein, der ich eigentlich bin, der ich sein kann. Das funktioniert nur mit einem Athleten, der 100% hört und das so macht, wie man ihm das sagt. Mhm. Das hat ja nicht so funktioniert. Außerdem habe ich das Gefühl, dass dir einfach so ein bisschen, dass man sich einfach zu nah ist. Du Penner, du verarschst mich gerade, oder? Du bist so ein Vogel, Alter. Naja. Dick, als ob ich von dir weggehe, chill doch mal. Als ob. Ja, ey, wie gesagt. Nein, Mann. Auf keinen Fall. Also wie gesagt, das war ein Prank. Ich war ein bisschen verarscht. It's a prank. Nee, Mann, auf jeden Fall. Richtig, Digga, ich hab Lust. Ich hab richtig Bock, die nächste Saison zu machen. Das schneiden wir raus. Die kommen. Die kommen. Johannes hat World Rage. Hallo Christian. Nee, auf jeden Fall kommen die. Dann kommen wir in die Offseason starten. Und ich hab Lust, nächstes Jahr Gas zu geben. Mit dir auch mich zu verbessern in der Hinsicht als Klient oder als Schüler. Ja. No. Ich habe Lust, über mich hinauszuwachsen und auch diesmal, ich habe auch schon erklärt eben, so viele Leute haben ja gesagt, dass du nicht der richtige Coach bist, weil, keine Ahnung, zu wenig Muskeln oder so, also zu wenig Muskeln, aber wir haben ja von Anfang an gesagt, wir gehen da so gesund wie möglich rein für den Anfang und wir hätten auch sagen können, okay, wir machen halt das Dreifache, Vierfache und sehen dann deutlich muskulöser aus. Aber das war ja von mir, also nicht mein Anspruch. Mit der Brechlinge reingehen kann jeder Coach und mir hat noch niemand ein Argument geliefert, warum du nicht derjenige bist, der für mich richtig ist. Also wie gesagt. Doch. Das, was ich dir gesagt habe und das Gefühl, was ich auch bei Paul habe, dass... wenn du jetzt Stefan nimmst oder jemanden, den du nicht so gut kennst, mhm. ja, ich weiß nicht. Viel Geld für den bezahlt, ist mehr wert. Dann hast du mehr Wert, mehr Schmerz und eine Distanz und die ist extrem wichtig und gewissen Respekt. Ja. Und du, dir muss klar sein, dass du machst deine Hausaufgaben, du machst das alles gut, aber am Ende, sowohl im Aufbau als auch in der Diät, musst du konsequent sein. Das stimmt. Da muss alles stimmen. Und je konsequenter und akkurater du im Aufbau arbeitest, desto geiler wird die Diät laufen. Korrekt. Irgendwann musst du sogar 6000 Kalorien fressen, damit du überhaupt noch zunimmst. Mhm. Sehr viel Intensität und viel investiert und Zeit und Kraft wird dementsprechend Resultate haben. Und wer es nicht macht, das ist halt eine F***.